Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von panzer-universum.de mit den Breaking News. Rheinmetall hat eine neue Treibladung für 155 mm Artilleriegeschosse entwickelt. Diese noch im Prototypenstadium befindliche Extended Range Charge, kurz ERC, wird nun vom amerikanischen Militär erprobt. Ein Vertrag wurde unterschrieben. Eine Reichweitensteigerung von 10% soll damit erreicht werden. Das hört sich im ersten Moment noch nicht viel an, jedoch je nach Munitionstyp kann das ein Plus von mehreren Kilometern Reichweite bedeuten. Ihr fragt euch jetzt, warum diese Technologie von amerikanischen und nicht dem deutschen Militär erprobt wird. Nun, das liegt daran, dass der amerikanische Zweig von Rheinmetall, die American Rheinmetall Munition Inc., dem auch die Tochtergesellschaft Nitro Chemie angehört, die für die Entwicklung zuständig ist, ihren Sitz in den Vereinigten Staaten hat. Das russische Militär erhält generalüberholte Panzerhaubitzen vom Typ 2S19 M1 Mistass. Eine genaue Anzahl wurde nicht genannt. Die M1 ist die neueste Variante der Mistass und kann auch GPS-gelenkte Munition verschießen, wie die 2K25 Krasnopol im Kaliber 152 mm. Diese soll deutlich präziser sein und kann auch bewegliche Ziele via Lasermarkierungen bekämpfen. Die Feuerreichweite beträgt 29 km und dürfte somit den westlichen Systemen, die teilweise bis zu 80 km Reichweite haben, trotzdem unterlegen sein. Jedoch kann Russland auf einen deutlich umfangreicheren Fahrzeugpool zurückgreifen. Textron Systems hat seinen Prototypen für das ARV Advanced Reconnaissance Vehicle Programm des US Marine Corps, kurz USMC, vorgestellt. Das Fahrzeug basiert auf dem 6x6 Cottonmorph mit amphibischen Eigenschaften. Der Prototyp habe erste Tests absolviert, weitere stehen an. Ende des Jahres soll der Prototyp für die Erprobung übergeben werden. Der Name Cottonmouth stammt übrigens von der Wassermokassinotter, einer Giftschlange aus dem Südosten der USA. Auch General Dynamics Land Systems ist an der Ausschreibung beteiligt und wird seinen Prototypen Ende des Jahres vorstellen. Nach der Übergabe werden die Prototypen rund 6 Monate erprobt, bevor eine Entscheidung 2023 gefällt wird. Geplant ist die Anschaffung von rund 500 Fahrzeugen für das USMC. Das war es wieder mit den Breaking News von Panzer-Universum.de.